5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 48/11, vorzeitige Überprüfung des Gesetzes zum Ausbau von Energieleitungen, Energieleitungsausbaugesetz, noch schöner, ENLAG. Oh, da freut sich schon der Bauminister. Eröffnung der Aussprache und damit erteile ich das Wort für die antragstellende Fraktion, Herrn Kollegen Schmalenbach. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Der Netzausbau spielt zweifellos eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Durch die Netze und ihre Struktur werden die Bedingungen für den Transport der Energie geschaffen. Netze sind ein Teil der Infrastruktur. Infrastruktur ist teuer und die Kosten müssen die Stromverbraucher bezahlen. Daher ist es notwendig, hier Fehler zu vermeiden. Der kostspieligste Fehler, den man machen kann, ist, Infrastruktur zu bauen, die nicht genutzt wird. Das gilt für Straßen und Brücken, ebenso wie für Stromtrassen. Bei Computernetzwerken gönnt man sich gerne den Luxus, das Netz im Vorfeld größer zu bauen, als es benötigt wird. Damit Wachstum gerechnet wird und es dann häufiger günstiger ist, als nachzurüsten. Man lebt gegebenenfalls mit einem nicht ausgelasteten Netzwerk mit teilweise großen Reserven, denn die Investition ist überschaubar. Beim Stromnetz hingegen sollte man genauer hinschauen. Denn wenn wir die Bürgerenergiewende ernst meinen, müssen wir sogar davon ausgehen, dass wir immer mehr stromautarke Inseln bekommen und ein Ausbau der großen Trassen zu einer enormen Überkapazität eben dieser führen wird. Wir plädieren daher dafür, eben nicht vorauseilend zu bauen, sondern an die aktuellen Begebenheiten angepasst. Wenn zudem heute schon erkennbar ist, dass die Annahmen beim Ausbau der Windenergie auf See nicht mehr den Planungen entspricht, die in der DENA-Netzstudie 1 zugrunde gelegt wurden, dann ist es ein Umstand, der aus unserer Sicht ein Vorziehen der für 2015 vorgesehenen Überprüfung der Einzelmaßnahmen rechtfertigt. Dafür soll sich die Landesregierung einsetzen, im Interesse der Bürger und im Hinblick auf das Gelingen der Energiewende. Wer Zweifel an der Strategie hat, nach der der Ausbau der Netze den Kraftwerken folgen kann, der möge den 6. Dezember 2013 betrachten. Dank viel Wind war nahezu den ganzen Tag über der Anteil der Erneuerbaren im Netz bei fast 40%. Das Netz blieb stabil, obwohl im Ausbauszenario dieser Wert erst 2030 erreicht werden sollte. Wir treten hier nicht für eine Verzögerungsstrategie ein, wir fordern nur eine zeitnahe Prüfung der gemachten Annahmen. Auch die Menschen auf der anderen Seite des Rheins sind konfrontiert mit den Folgen des Netzausbaus. Der geplante Doppelkonverter in Osterrath ist längst zum Politikum geworden. Auch hier muss die Frage gestellt werden, ob er tatsächlich notwendig und wirtschaftlich vertretbar ist. Zweifellos ist er auch geplant, um Strom aus dem Braunkohlerevier ins Netz zu bringen. Die Zukunft der Braunkohle wird aber über kurz oder lang in Frage gestellt sein. Der Umfang des Offshore-Ausbaus ist schon durch den Koalitionsvertrag eingedampft worden. Wenn heute von den Bürgern verlangt wird, den Ausbau der Netze nicht nur zu bezahlen, sondern auch direkt mit den Anlagen vor ihrer Haustür leben zu müssen, dann schuldet die Regierung ihnen Planungsgrundlagen, die aktuell und unstrittig sind. Dafür setzen wir uns mit diesem Antrag ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach. Für die SPD-Fraktion erteile ich das Wort Herrn Kollegen van den Berg. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass die Piraten mit ihrem Antrag das Thema Netze stärker in den Blick nehmen. Wir haben einige Debatten in der Vergangenheit gehabt, wo das nicht der Fall war. Und es ist auch richtig, dass diese gewaltigen Investitionen, die wir dort vor uns haben, eine große Belastung sind. Eine große Belastung für die Endverbraucher, weil sie letztendlich ja entsprechend über Netzentgelte beteiligt werden, aber natürlich auch für die Industrie in unserem Land, die ebenso an dieser Stelle ihre Sorgen hat. Was Sie gemacht haben, ist, Sie haben Tabellen miteinander verglichen, haben geschaut, stimmt das Energieleitungsausbaugesetz jetzt eigentlich noch mit den aktuellen Ausbauzielen überein und haben festgestellt, dass es nicht mehr synchron ist. Das wundert uns nicht, denn wir haben heute Vormittag ja lange diskutiert, was alles nicht passiert ist in den letzten Jahren und dass es dort Anpassungsdruck gibt. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, dieses synchron zu kriegen, ist nur eine hinreichende Bedingung. Wir müssen uns erst einmal die Frage stellen, was ist eigentlich die notwendige Bedingung? Die notwendige Bedingung sind stabile Netze. Und das heißt eben, dass wir es schaffen,
Spannungen und Frequenzen in diesen Energieverteilnetzen, die zukünftig auch Einspeisenetze werden, stabil zu halten. Und es reicht dann eben nicht nur eine Erfolgsmeldung von einem Tag, wie Sie es gerade gemacht haben, Herr Schmalenbach, herauszuholen und zu sagen, da haben wir ja 39% schon geschafft und nichts ist zusammengebrochen, sondern zur Wahrheit gehört eben dazu, dass wir Tage haben, wo wir nur bei 2-4% unterwegs sind. Und es um diese Schwankungen eben geht und wie wir das künftig in den Griff kriegen wollen. Das ist die entscheidende Sache. Und Ihr Antrag ist an dieser Stelle leider ein bisschen dünn. Sie rekurrieren nur auf die Rücknahme der Ausbauziele auf See. Sie lassen außer Acht, dass eigentlich die wahre Herausforderung die realen Einspeiseentwicklungen auf Land natürlich das treibende Moment sind. Sie erklären, dass wir auf den Verzicht von Vorhaben in dem entsprechenden Energieleitungsausbaugesetz uns kaprizieren sollten und verkennen, dass es natürlich ganz andere Steuerungsmechanismen an dieser Stelle noch gibt, denn wir können diesen Netzausbau natürlich auch technisch entsprechend anpassen. Das ist das, was ja die Ingenieure eigentlich an dieser Stelle treibt. Wie kriegen wir dort wirklich intelligente Netze an dieser Stelle auf die Schienen gebracht? Wie kriegen wir Übertragungsverluste reduziert an dieser Stelle? Wie können wir das Thema Lastmanagement in unserer Republik wirklich so anpassen? Sie sind selber Mitglied dieser Enquete-Kommission der chemischen Industrie, wo wir gerade das ja zum Thema machen wollen. Welchen Beitrag kann Industrie in Nordrhein-Westfalen auch zum Lastmanagement an dieser Stelle leisten? Also nur zu sagen, das wird alles weniger und man kann da einfach nur Sachen zusammenstreichen. Ich glaube, das greift zu kurz. Sie müssen sich diesem Thema schon stellen. Der industrielle Stromverbrauch ist die wahre Herausforderung an dieser Stelle, das mitzudenken. Und was mich schon ein bisschen gewundert hat, dass ich Sie heute an Transparenz erinnern muss. Sie als Piratenfraktion, denn die wahre Kritik am Energieleitungsausbaugesetz ist ja, dass dieses eben wenig Beteiligungsmöglichkeiten bietet. Und wenn ich die Fachpresse richtig verstanden habe, sagen alle, eigentlich muss man an dieser Stelle akzeptanzsteigerndere Mittel noch einbauen, um zu gucken, dass diese Energiewende an dieser Stelle gelingt. Dass das eben alles bei Ihnen nicht auf dem Schirm ist, hat mich verwundert, aber wir geben da die Hoffnung nicht auf, denn wir überweisen es ja in den Ausschuss und können an dieser Stelle vielleicht auch noch gemeinsam miteinander beraten. Wir glauben, dass den Zeitdruck, den Sie jetzt reinbringen wollen und sagen, wir müssen das jetzt ganz schnell verabschieden, auch der Sache nicht gerecht wird. Denn der Netzentwicklungsplan ist für 2015 im Augenblick ja bereits faktisch in der Aufstellung. Wir sind dabei, den Szenarienrahmen dort zu beschreiben mit den entsprechenden Beteiligten an dieser Stelle. Wir werden dort natürlich auch die aktuellen Ausbauziele mit einbringen. Und von daher gilt das, was heute Morgen schon ausgearbeitet worden ist. In der Energiepolitik ist nicht der Bessere, der immer wieder fordert, es muss schneller gehen oder es muss noch ein Prozentpunkt mehr an der einen oder anderen Stelle sein. Sondern in der Energiepolitik ist derjenige der Bessere, der seriös und solide das Ding anpackt. Und dazu laden wir Sie herzlich ein. Wir haben bis jetzt leider feststellen müssen, dass Internetkompetenz nicht automatisch auf Netzkompetenz schließen lässt. Herr Präsident, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Hovenjürgen das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Für manche Anträge hier im Hause muss es wohl die Piraten geben. Dies ist so ein Antrag. Um was geht es? Im Energieleitungsausbaugesetz ENLAG ist wörtlich nachzulesen, dass alle 3 Jahre überprüft wird, ob der Bedarfsplan der Entwicklung der Elektrizitätsversorgung anzupassen ist, nachzulesen in Paragraphen 3 des ENLAG. Die letzte Prüfung, liebe Kolleginnen und Kollegen, fand im Oktober 2013, also gerade erst vor einmal 3 Monaten statt. Wie also der Landtag Nordrhein-Westfalen sollen die Landesregierung auffordern, eine Bundesratsinitiative zu starten, die dann die Bundesregierung auffordern soll, etwas zu prüfen, was gerade erst vor 90 Tagen geprüft wurde. Muss ich hier wirklich die Frage stellen, ob Steuergelder nicht besser eingesetzt werden können? Davon abgesehen, auf welcher gesetzlichen Grundlage soll eine solche Prüfung denn erfolgen? Noch gibt es nämlich keine geänderte Gesetzeslage, auf der eine Bundesregierung prüfen könnte. Ich bin der Meinung, wir sollten erst einmal abwarten, was die Bundesregierung bis Ostern in Sachen EEG-Reform vorlegen wird.
Daneben werden wir bis zum 11. Juli, da soll nämlich der Bundesrat entscheiden, gespannt darauf blicken, ob unsere rot-grüne Landesregierung es schafft, doch noch geschlossen die Interessen unserer Wirtschaft zu schützen und nordrhein-westfälische Arbeitsplätze zu sichern. Wenn ich den Umweltminister höre, wie er Nordrhein-Westfalen bereits für die grünen Vorstellungen in Geiselhaft nimmt und die Zustimmung zum EEG 2.0 schon fast verweigert hat, während die SPD-Landtagsfraktion Frau Kraft Verhandlungsgeschick bei eben jenen Beschlüssen lobt, macht es wenig Sinn, über Dinge zu sprechen, von denen man gar nicht weiß, ob sie am Ende auch umgesetzt werden. Da wird es sehr auf die Standhaftigkeit von Herrn Gabriel und Frau Kraft ankommen, hier die Begehrlichkeiten der üblich Verdächtigen, Herr Mozzovizade, zu widerstehen. Wenn klar ist, wie die Pläne des Berliner Koalitionsvertrages umgesetzt werden sollen, dann, meine Damen und Herren von den Piraten, wissen wir, wo wir stehen. Nebenbei gesagt, wenn Sie die Allbedürftigkeit sehen, wieso lassen Sie uns heute nicht direkt abstimmen und beenden dieses Thema wenigstens hier und heute? Wieso die Überweisung an den Ausschuss? Ich weiß zwar, dass Sie auch in Zukunft nicht davon absehen werden, den Landtag von Nordrhein-Westfalen mit dem Deutschen Bundestag zu verwechseln, aber vielleicht warten Sie mit den Energieanträgen das nächste Mal wenigstens bis zum Verabschiedung des EEG 2.0. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hohenjürgen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Kollegin Brehms das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich freue mich, dass wir heute ein Augenmerk auf das so wichtige Stromnetz richten. Wir haben ja heute Morgen leider auch schon einige krude physikalische Erkenntnisse zu hören bekommen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen ruhiger an der Stelle wieder verläuft. Das ganze Thema ist ja juristisch als auch technisch äußerst kompliziert. Wir machen uns heute und natürlich dann auch im Ausschuss da gerne dran. Ich finde einmal zunächst natürlich richtig, dass man aus unterschiedlichen Gründen den Ausbau des Netzes beschränken sollte. Denn zunächst einmal, das haben Sie in Ihrem Antrag auch gesagt, geht es darum, natürlich die Kosten für uns alle, für alle Stromverbraucherinnen und Verbraucher, möglichst gering zu halten. Es geht aber auch darum, Umweltbeeinträchtigungen und Beeinträchtigungen für Menschen möglichst gering zu halten. Und das alles sind eben Gründe, den Netzausbau möglichst eben nicht zu überdimensionieren. Warum brauchen wir überhaupt einen Netzausbau? Wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten, so muss man sagen, auch wirklich sehr geringe Investitionen in gerade den Netzausbau gehabt. Das heißt, wir befinden uns gerade in einem Investitionszyklus, der sowieso vorhanden gewesen wäre. Auch diese Debatte haben wir schon des Öfteren geführt. Und damit verbunden ist es einfach Tatsache, dass eben neue Strukturen geschaffen werden müssen durch die erneuerbaren Energien. Aber hier gibt es eben einen Aspekt, dass immer wieder unterschiedliche Sachen miteinander vermischt werden. Und zwar eben auch die unterschiedlichen Ebenen des Netzausbaus. Was wir in den letzten Jahren gebraucht haben und auch aktuell noch massiv brauchen, ist vor allen Dingen der Netzausbau lokal vor Ort, damit die erneuerbaren Energienanlagen, die Windanlagen, die Photovoltaikanlagen auch am letzten Haus, am letzten Bauernhof wirklich mit angeschlossen werden können und die sonst dorthin nicht ganz so starken Leitungen das Ganze eben dann auch ausbauen können. Und wenn wir auf diesen unteren Ebenen, Versorgungsebenen, das Stromnetz ausbauen, damit reduzieren wir auch auf den oberen Ebenen den Netzausbau. Das sind Sachen, die wir als Grüne auch schon immer wieder kritisiert haben, dass an dieser Stelle zu wenig zwischen den Ebenen gedacht wird. Dann im Jahr 2009 hat die damalige Große Koalition das Energieleitungsausbaugesetz verabschiedet und hat eben damals dringenden Handlungsbedarf gesehen. Ich muss sagen, schon damals haben wir kritisiert, dass das Ganze eher mehr Schein als Sein ist. Um den Netzausbau voranzutreiben, wurde eben die Bürgerbeteiligung reduziert. Der Kollege Vandenberg hat das eben gesagt. Das ist schön, dass Sie diese Kritik eben heute auch so sehen. Verkürzte Offenlegungszeiten, verringerte Beteiligungsmöglichkeiten, all das hat nicht gerade geholfen, dem Netzausbau hier voranzuhelfen, das, was es nämlich eigentlich sollte. Und der zweite Aspekt,
ist die vier dort vorhandenen Pilottrassen für Erdkabel. Ein ganz wichtiger Aspekt. Auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Endlich Erdkabel in Deutschland, auch auf dem Höchstspannungsnetz. Aber wer genau hinguckt, sieht eben, es sind vier Pilottrassen. Das bedeutet, es gibt keine anderen Möglichkeiten, Erdkabel zu verlegen. Also beide Sachen, wenige Erdkabelverlegungen, die eben optisch nicht so störend und auch erheblich geringere Gesundheitsrisiken für Menschen haben. Also weniger Erdkabel und weniger Bürgerbeteiligung. Das sind beides Aspekte, die eher geholfen haben, diese ganzen Projekte, um die es sich hier handelt, vor Ort eher zu verlangsamen. Ich kenne das aus meiner eigenen Region, Ostwestfalen-Lippe, eben genau so. Dort sollen jetzt eine Endlagtrasse gebaut werden, die so, wenn sie neu geplant werden würde, so nah niemals an die Menschen, an die Bebauung heran dürfte. Aber dadurch, dass es sich um eine Endlagtrasse handelt, ist das kein Problem. Und die Menschen dort vor Ort sehen eine Möglichkeit in der Erdverkabelung. Aber das Endlag gibt diese Möglichkeit eben nicht. Und wir wären an dieser Stelle schon wesentlich weiter und an vielen anderen Stellen auch, wenn man mehr Bürgerbeteiligung und mehr Erdkabel zugelassen hätte. Das sind also wichtige Aspekte, die uns ehrlich gesagt auch in dem Antrag noch fehlen. Wir sind der Meinung, dass alle Vorhaben, Gesetze und Planungen zum Netzausbau zusammengedacht werden sollten. So ist eben das Endlag, das sogenannte Startnetz für den Bundesbedarfsplan, der ja regelmäßig überholt wird. Und obwohl eben die Endlagtrassen noch gar nicht fertig sind und teilweise geplante und in beiden Gesetzen geplante Trassen parallel verlaufen, sollte das Ganze eben auch zusammen gedacht werden. Das wäre unsere Forderung. Also einzeln das Endlag herauszugreifen, erscheint mir nicht sinnvoll. Und zu guter Letzt, dass sich bei allen Netzentwicklungsplänen Gesetze zu diesem Punkt um Prognosen handelt, die, wie Karl Valentin schon wusste, eben besonders dann unsicher sind, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, bedarf es natürlich regelmäßiger Überprüfung aller Annahmen, Entwicklungen und auch Pläne. Und das sollten wir gemeinsam im Ausschuss diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP-Fraktion spricht nun zu uns Herr Kollege Brockes. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es wurde von meinen Vorrednern auch schon gesagt, dass das Thema Netzausbau sicherlich ein spannendes und wichtiges Thema gerade in der Energiepolitik ist und man es sicherlich lohnt, darüber zu diskutieren. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, Herr Kollege Schmalenbach, dass dieser Antrag hier an dieser Stelle zum derzeitigen Zeitpunkt völlig unnötig ist. Denn er basiert hier auf einer völlig falschen Grundlage. Sie setzen mehr oder weniger voraus, als wäre das, was im Koalitionsvertrag in Berlin in der Großen Koalition vereinbart ist, als hätte dies schon Gesetzescharakter und als wäre dies schon beschlossen. Und wir haben ja selbst heute auch gesehen, dass selbst Kabinettsvorlagen ja von den Beteiligten hier noch in Frage gestellt werden. Also von daher muss man das, was dort in dem Koalitionsvertrag vereinbart wurde, absolut relativieren. Und ich gehe davon aus, diese Erfahrung werden die Sozialdemokraten in der Großen Koalition in Berlin auch in den nächsten Jahren noch bei einigen anderen Punkten machen. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, ist es natürlich falsch, wenn das Gesetz noch gar nicht beschlossen ist, daraus dann Rückschlüsse für andere Gesetze zu ziehen, die aus Ihrer Sicht geändert werden müssten. Also hier ist ganz klar der falsche Weg vorgegeben. Sie beachten auch gar nicht, dass eben dieses Endlag immer wieder in Monitoringberichten auch fortgeschrieben wird. Also deshalb, wir haben einen fortlaufenden Anpassungsprozess und dass es nur ein kleiner Teil des Themas Netzausbaus ist, dass wir eben andere wichtige Gesetze hier haben und insofern die Bedeutung wird hier in Ihrem Antrag dann völlig überhöht. Ein weiterer Kritikpunkt ist ganz klar, dass Sie hier suggerieren, als wäre das Netz heute bereits in der Situation, dass es für den Ausbau und den derzeitigen Stand, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, ausreichend wäre. Ja, Sie zitieren hier Ihre Kollegen der Piraten in Niedersachsen, also
Sie zitieren sich fast selbst. Damit würde ich aufpassen. Damit machen Teile der Landesregierung sehr schlechte Erfahrungen, wenn man sich selbst zitiert. Suggerieren hier an dieser Stelle, als würde an einem Tag, den ganzen Tag hier fast 40% Windenergie im Netz sein. Das ist mitnichten so. Ja, es hat in Spitzenzeiten diese Situation gegeben, aber nicht den ganzen Tag über kontinuierlich, und gehen dann auch noch hin und sagen, das hat einmal geklappt, das wird jetzt immer so funktionieren. Das ist mitnichten so, denn wenn Sie schon nach Niedersachsen gehen und da Ihre Parteikollegen zitieren, dann sollten Sie sich auch mal anschauen, was ansonsten in Niedersachsen zu dem Thema gesagt wird. Da hat zum Beispiel der NDR vorletzte Woche einen interessanten Bericht gemacht, wo nachzulesen ist, auch im Internet, dass eben im vergangenen Jahr über 1000 Mal ins Netz eingegriffen werden musste, um einen Blackout zu verhindern. Also hier wurde massiv eingegriffen, weil das Netz nicht in der Lage ist, das alles aufzunehmen. Und deshalb so zu tun, als wäre der jetzige Status quo in Ordnung, ist somit völlig falsch. Ich fasse zusammen, interessantes Thema, es lohnt sich weiter im Ausschuss darüber zu beraten, aber dieser Antrag gibt leider nicht viel dafür her. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brockes. Für die Landesregierung spricht in Vertretung von Herrn Minister Dün Herr Minister Groschek. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich relativ kurz fassen, weil die Fraktionen viele wichtige Hinweise gegeben haben. Es ist über Belastungsgerechtigkeit gesprochen worden, in der Tat zwischen der Belastung der Industrie und der Konsumenten. Das gilt es beim notwendigen Ausbau des Netzes zu beachten. Der Ausbau ist wichtig unter dem Gesichtspunkt Kapazität der Übertragung sichern und gleichzeitig Netzstabilität herstellen. Nur so wird er als Netzausbau auch einen vernünftigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende liefern können. Der Verzicht, der beschrieben wird in dem Antrag auf Ausbaumaßnahmen, ist das eine. Daneben gibt es aber auch andere Maßnahmen zur Anpassung, beispielsweise kleinere Maßstäbe zu wählen, die dann das Abregeln möglich machen. Das heißt, nur auf den Ausbauverzicht zu setzen, ist zu kurz gesprungen. Das gilt auch für die Antragsbegründung. In der Antragsbegründung selbst ist eine einseitige Fixierung auf den Aspekt Offshore. Onshore wird nicht berücksichtigt, und auch der grenzüberschreitende Handel findet keinen Niederschlag in der Begründung, in dem Begründungszusammenhang des Antrages. Das Vorziehen auf 2014 macht keinen Sinn. Das ist hier bereits dargestellt worden. Die entsprechenden Daten für 2014 sind längst genehmigt, und wir kämen ohnehin mit einer Korrektur frühestens in das Jahr 2015. 2015 ist ohnehin eine Neujustierung vorgesehen. Also ist es im Grunde ein logischer Impuls, der sich im Kreise dreht. Bezogen auf die Frage, so weit würde ich nicht gehen, Herr Abgeordneter. Also muss man zusammenfassend feststellen, der Antrag ist im Prinzip eigentlich überflüssig und inhaltlich zu kurz formuliert, wegen der beiden Aspekte, die ich angesprochen habe. Richtig bleibt allerdings die Grundüberlegung, möglichst nur in angemessen notwendigem Ausbau Ressourcen verschlingend einen Netzausbau voranzutreiben. Auf Vorrat und ohne Kapazitätsbedarf wird niemand bauen wollen, denn wir werden genügend Schwierigkeiten bekommen, einen sachgerechten Ausbau zeit- und zielgerecht hinzukriegen. Das Weitere wird ja dann im Fachausschuss diskutiert, wobei ich bedauere, wahrscheinlich nicht dabei sein zu können. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Piratenfraktion hat sich noch einmal Herr Kollege Schmalenbach zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich möchte kurz darauf verweisen, wir haben den Antrag zur Überweisung in den Ausschuss gegeben, um eben unsere Gedanken da zur Diskussion zu stellen. So verstehen wir Politik, dass wir sagen, da müssen wir drüber reden und darüber wollen wir reden. Ja?
Ich verstehe da die Ansagen nicht. Hier kamen viele Aspekte, die noch mit einbezogen werden müssten. Alles gut. Der Antrag ist nicht perfekt, der Antrag ist zu früh, zu spät, bla blub. Alles in Ordnung, können wir über alles reden, überhaupt kein Problem. Ich möchte Frau Brems einfach mal danken, weil sie das Ganze sehr sachlich abgehandelt hat und auf viele Aspekte hingewiesen hat, die wichtig waren. Ich möchte aber auch noch mal darauf eingehen, auf die Leitung, über die wir sprechen. Wir sprechen im Hauptbestandteil über die HGÜ-Leitung von Norden nach Süden. Wir sprechen über ganz bestimmt über die Trasse A, B, die niederrheinisch ihren Knotenpunkt hat bei Osterrad. Und wir sprechen darüber, dass wir eine veränderte Situation vorliegen haben jetzt. Dass die Bundesregierung das noch nicht beschlossen hat, ist das eine. Dass sie diesen Vorstoß aber schon wagt und selber prognostiziert hat, dass der Netzausbau offshore viel deutlich langsamer voranschreiten wird, als es in der Planung war fürs Endlag. Da müssen wir doch drüber reden. Da müssen wir doch auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir wollen das frühzeitig auf den Prüfstand stellen, damit wir darüber reden können, damit wir Fehler vermeiden können. Darum geht es hier, umsonst nichts. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe damit die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 19/4811 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk federführend sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer möchte dieser Überweisungsempfehlung zustimmen, den darf ich um das Handzeichen bitten. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist jeweils nicht der Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig.